decades have passed. Times have changed. And in a world full of nerds. Ah, oh yeah, that's the stuff. Definitely used. Hipsters. We were wondering earlier whose beard is more impressive. What do you think? Social media. Wait, I want to film you getting sick. Hashtag fail. Mega corporations. I want to know who's responsible. I'll fire them. I'll sue them for damages. Political turmoil. We build a wall, and they are going to pay for it. What the fuck is this? Hey, spit in my mouth, you animal. Oh, yes. Call me animal names. There's only one man who can save the day. Larry? Is it really you? Join Larry Laffer on his never-ending quest for love. I don't accept any contacts with less than 90 points. I need to have sex with as many women as possible to finally get my dream girl, Faith. Between the two of us, you still look like a virgin. The man in the white suit is back. You dressed up as that sleazy guy from the 80s computer games. I call the machine the Fuck-O-Matic Deluxe. OMG, I totally can't handle this. I drink nothing but protein shakes. The one and only Point and Dick Adventure. But there's one more thing. Hot and trendy. Larry Laffer. I can't believe it. Meine Damen und Herren, Hallöchen und Popöchen, ich begrüße Sie hier ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von meinem ganz persönlichen Angezockt-Format. Was kann heute mit dem Spiel Leather Suit Larry Wet Dreams Don't Try aus dem Hause Crazy Bunch, ein deutsches Entwicklerhaus. Kindheitsträume werden wahr. Seit Larry 7 warte ich auf einen gelungenen Nachfolger von meinem Lieblings-Point-and-Click-Adventure of all time. Ich fand, die bisherigen Teile habe ich alle gespielt, auch die schlechten, die richtig schlechten, selbst den auf der Xbox 360, wo mir selbst der Name schon gar nicht mehr einfällt. Ist aber auch gut so, ist gut so. Habe ich erfolgreich verdrängt. Mein Lieblingsteil ist Leather Suit Larry 6, Shape Out or Shape Up or Slip Out. So die Richtung heißt es, in dem Hotel La Costa Lotta. Und jetzt bin ich gespannt, ob Larry in die Neuzeit transportiert werden kann. Und wir gucken direkt rein, Leute, wir gucken direkt rein. Wir haben Glück. Ich habe in die deutsche Synchro schon mal reingehört. Die ist zwar hochwertig, aber die hat nichts mit Larry zu tun. Das ist Ian McGregor, also die deutsche Stimme von Ian McGregor. Aber die passt nicht zu Larry. Aber die Original, also O-Ton, na wobei, O-Ton, wenn es aus dem deutschen Entwicklerhaus ist, also die englische Stimme, die hört sich sehr nach dem alten Larry an. Früher wurden die Teile nicht übersetzt, also der 7. wurde übersetzt, aber der 6., den habe ich im englischen Original damals gespielt gehabt, aber ich glaube mit deutschen Texten, weil es wurde nicht eingedeutscht. Bin ich der Meinung gerade. Halbwissen, uninformiert, wie immer, heute bin ich unrasiert, heute bin ich ungeniert. Aber die Stimme hört sich halt wie gesagt sehr nach Teil 6 an und genau so wollen wir es spielen. Du bist im Begriff, ein neues Spiel zu starten. Wie alt bist du? Alt genug für das Spiel? Zu jung für das Spiel? Mehr als alt genug? Ich bin nur eine Katze, die über die Tastatur läuft. Geil. Mehr als alt genug, sage ich jetzt mal. Du meinst also, du bist alt genug. Lass uns das mit ein paar Fragen überprüfen. Oh, wie geil. Das ist ja mal geil, Leute. Das ist wie in den alten Teilen. Also gut, bei 6 musste man das nicht machen, bei 7 auch nicht. Aber bei den früheren Teilen musste man sich legitimisieren, dass man alt genug war. Und man wurde über aktuelles politisches Geschehen und auch, ich sag mal, so ein bisschen verruchten Kram ausgefragt. Über diesen Mann keine Ahnung haben sollte, als junges Kind, wenn man zu jung gewesen ist, egal. Also, du meinst also, du bist alt genug, lass uns das überprüfen. Machen wir, schieß los. Wer tötete Mr. Burns? Maggie. Cool. Wer ist Karl Klammer? Kenne ich nicht. Ein digitaler Assistant, ein österreichischer Übersetzer, der Sieger der ersten österreichischen Big Brother Staffel. Nein, das war John.
John hat die erste Staffel Big Brother gewonnen. Der letzte österreichische Großvisier. Also ich glaube, es ist entweder ein österreichischer Übersetzer oder ein Digital Assistant. Vielleicht sogar aus dem Entwicklerhaus Crazy Bunch. Wer weiß das schon so genau? Welcher Moderator moderierte kurzzeitig die Fernsehshow Wetten, dass? Wolfgang Lippert, Hermann Nasat, Horst Brauer, Detlef Kinnert. Wow, das ist aber echt lange her. Das ist echt lange her. Also, ne? Thomas Gottschalk wäre eine Antwort gewesen. Die kann man auch mit also kaum unter Ü18 beantworten. Aber egal, ich nehme mal Hermann Nasat. Und wir kommen wirklich nicht weiter. Wir kommen wirklich nicht weiter. Krass. Hä? Ja, also dann würde ich mal sagen... Na, haben wir hier irgendwo die Antworten? Im Internet vielleicht? Man könnte natürlich googeln. Aber egal. Nochmal. Neues Spiel. Mehr als alt genug. Wir kommen wirklich nicht rein. Das ziehen die Hardcore durch, Leute, 2018. Wobei, kann ich hier überspringen oder zurück? Nein, man kann loslegen. Man hätte es auch Hardcore durchziehen können. Egal, ich bin erstmal ruhig. Finally, the time has come again. He has awakened. Everyone thought he was gone. Forgotten. And many said this was a good thing. But the chosen one from the prophecy lives. He will come. The alpacas will bow before him. And nothing will ever, ever be the same. Hello? Hey, babe. Why'd you turn off the light? Where are you? Oh, yeah! That feels like you're... Ouch! But then again, maybe not. And how come we're not in bed anymore? Where is the bed anyway? Babe! She must have split. Typical. Where did I end up this time? Man, the quest for love leads you to the strangest places. And most of them are pitch black, damp, and gloomy. First things first. Time to put some light on the subject. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Wie immer wurde Larry von seiner letzten Frau wahrscheinlich verlassen. Und wie geil wäre es, wenn das hier nahtlos nach dem letzten richtigen offiziellen Teil weitergehen würde. Also nach Yacht nach Liebe, genau. Yacht nach Liebe. So war der deutsche Titel zumindest von Larry 7. Was haben wir denn hier? Achso, das ist der Startbildschirm. Alles klar, weiter geht's. Inventar. Okay, wir haben noch nichts im Inventar. Dann wollen wir mal gucken, kann ich mir irgendwie die Hotspots anzeigen lassen? Wie in jedem guten Point-and-Click-Adventure. Schauen wir mal, hier ist ein Schalter. What is this place? Eben, wo sind wir? Seems to be some kind of high-tech laboratory. Ein bisschen was I abducted? And most important, by whom? Sicherungskasten. Well, that did something. Das ist die Larry-Stimme, die alte. Also Leute, ganz klare Empfehlung. Spielt dieses Spiel mit englischer Sprachausgabe. Man kann im Optionsmenü kann man einstellen, dass man deutschen Text bekommt, wie wir ihn hier gerade haben. Und aber die englische Originalstimme, das kann sie nur sein. Die kann niemals so krass ähnlich sein. So, wollen wir mal gucken. Fahrstuhl. What is that thing? Irgendwas müssen wir noch machen. What is that thing? Seems to lead up. Okay, rechts ist angucken, links ist benutzen. Glowing. Did they experiment? I feel like I've been sleeping for ages. Ah,
side. Wow, that must have been one hell of a night. Oh, everything's blurry. But it's a brand new day. And today the sun is shining for one man. And that one man only. Larry Lauer. Ja, er wurde optisch ein bisschen angepasst. Optisch in die Neuzeit transportiert, aber allein die Stimme ist es schon wert für mich, dieses Spiel weiter zu verfolgen. Aber heute erstmal eine Testrunde, mal gucken. Wo sind wir denn? Sind wir schon in der Zukunft? Also in der Jetzt-Jetzt-Zeit? Did I sleep all day? Not a problem. That means it's another hot night for Larry Laffer. Hey, what the hell was that? Looks like the elevator's dead. Ah, looks like it's out of juice. As opposed to yours truly. Huh. This looks a little different than I remember. Ja, sieht ein bisschen runtergekommener aus. Oh, da war gerade ein Bein. Das bestimmt auch die Prostituierte, wo Larry seine Jungfräulichkeit im ersten Teil verloren hat. Diese ganzen Insider. Der Hammer. Coming soon. Was haben wir denn hier? Ein Schuh? Somebody's got cash to foot that bill. Alles mitnehmen. Was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Der Schnürsenkel ist noch in Ordnung. Dann nimm ihn mit, Larry. Mini mit. Nimm ihn mit. Vielleicht brauchen wir ihn später. The second prettiest bush I've ever seen. I think there's something in there, but the bush is too thick. Okay, das merken wir uns mal. Da ist was drinne, aber wir kommen nicht ran. Wir kommen nicht ran. Im Busch. Da ist was im Busch. Schnürsenkel. Short and thin. Like my pencil. Like my pencil. Ey, so herrlich. Was haben wir denn hier noch? Posterwand. A poster for a band called Kraftwerk. Kraftwerk. There are some posters here, but nothing I'm interested in. A poster for a band called Kraftwerk. Okay, haben wir. Gehen wir hier an Lefty's Bar vorbei. It's overflowing. I won't rummage around in there without a damn good reason. Ohne Grund wühlt er nicht im Mülltonnen rum. Sehr geil. Oh Mann. Ja, ist auch sehr sympathisch, der grafische Stil, muss ich sagen. Ich war ein bisschen skeptisch, als ich erste Trailer gesehen hatte und so ein bisschen was über die grundlegende Ausgangssituation hier am Anfang von Larry, Let's Shoot Larry, Wet Dreams Don't Dry gelesen habe. Aber nee, es ist sympathisch, keine Frage. Okay, was ist hier mit dem Gulli? Ein enges Gitter. Irgendwas funkelt da unten. Oh, mit dem Schnürsenkel können wir das vielleicht hochholen. That doesn't help me. Schade. Vielleicht das im... Nothing anyone should lace up. Nichts, was man Schnürsenkel musste. Wie geil. Okay. Wir gehen mal rein in Lefty's Bar. Das ist ja 1:1 Lefty's Bar. Nur halt runtergekommen. Wie geil. And then this like mega hot guy comes up to me and I was like, hey, you don't have to talk about me in the third person, baby. And then I took a closer look at him and think, hello, those clothes are like so not. Hey. Wait a minute. Ugh. Some guy keeps talking to me. Ach, sie skypt. Ich dachte kurz, sie macht einen Vlog. What's oder so. A woman like you doing in a place like Lefty's? Well, the reviews sure didn't get me here. The joint only has like 23 fans on Instacrap and a half star on Gulp. OMG. Mega downer. Warum ist sie denn hierher gekommen? But it's supposed to be the city's hot insider tip after next. Kein Geheimtipp, alles klar. Totally retro and vintage and stuff. Look at this filth. It really looks real. Guck dir den Dreck an. The Salon de Lazare is oh, nothing compared to this.
post-ironic. But I'm sure you already knew that. Becky you Butter. Like my typical followers. Oh nein, bitte Larry, verlieb dich nicht in sie. So, ich habe dich nicht verfolgt. Echt jetzt? Willst du damit sagen, dass du auf Männer in weißen Anzügen stehst? Are you saying you dig men in white suits? I'm Larry. Larry Laffer. Hey, my community is fading. My channel could really use some likes or I'm gonna lose traction. Oh man, das ist so aus der Zeit gegriffen. So, wow. Narzisstische Veranlagung pur, ey. So krass, so Channel. Der Fernseher ist doch aus. Stimmt, er kennt das ja alles nicht. Also wir haben es ja jetzt schon hoffentlich alle begriffen. Larry befindet sich jetzt in der Jetztzeit. Und aus mysteriösen Gründen ist er halt durch die Zeit gereist und kommt natürlich auf die ganzen Sachen, die es jetzt hier im Jahre 2018 gibt, nicht so wirklich klar. Deswegen stellen wir uns auch mal. Wir versetzen uns mal in Larry rein und sind einfach mal doof, was die heutige Zeit angeht. Channel, der Fernseher ist doch aus. Channel, but the TV is off. Or don't you use Instacrap? I mean, you are more the first book conspiracy theory generation, aren't you? And what's your score on Timber? I mean, Timber. You're about, like, I don't know, maybe 50 years too old. But I heard that there are a few seniors in it. But they're more the whole, like, far shit or elite farther kind of thing. Elite farther. All I find there are, like, these totally superficial braggarts. Great profile photo, but absolutely no character. I get around a lot, and it shows. Next year, I'm going to the Scorching Dude Festival because everyone's so open there. And we're supposed to be serving a brand new craft beer Gott. Here. Home brewed. Totally da krieg ich innerlich Krämpfe bei der Braut. Oh mein Gott. Hey, ja, sie selbst bestimmt. Get you one of those draft beers. Craft beer. Or one of those. And if they have any, like, really spicy versions, then that's what I want. You know, like pumpkin spice or lemon cobra or something. Oh, and sure. Sure, okay, alles klar. Hier sind wir bei Lefties. Der anfängliche Handlungsort von Larry 1. So gut. Ich glaube, das gleiche Plakat hing auch in Larry 1. Schlecht aufgelöstes Bild. Still the most beautiful woman of all time. Ja, bestimmt. Nimm es mit. That's fine, just the way it is. Na, lass mal lieber dran. So, wo haben wir denn die Möglichkeit zu interagieren? Wir müssen uns alles angucken, Leute. Das ist das halbe Spiel. Seems to be pretty much dead. No, I'm not taking that. Darts or flying toothpicks. Fliegende Zahnstocher, wie widerlich. Oh, auch haben wir mitgenommen, sehr schön. Musik anmachen? Ich weiß nicht. Copyright Claim. Aber wir probieren's mal. Just don't play any songs on that thing. That record in there would shatter your glass eye. Ist der arme Lefties. Dein Glasauge steht immer noch hinterm Tresen. Zapfahren. The tap says Barbarian Brew. Barbarian Brew. Trademark. Da oben steht's auch nochmal. That's where my Barbarian Brew comes from. Only professionals like me are allowed to tap that. Sehr geil. So, ich guck mir mal die Pfeile genauer an. Pointy things. Just the way they're supposed to be. Das ist der alte Larry, auf jeden Fall. Er sieht ein bisschen anders aus, er ist größer geraten. Er war ja fast kleinwüchsig in den alten Larry-Teilen. Aber wenn die Stimme stimmt, wenn man es auf Englisch spielt, dann haut das schon richtig hin. Ein Kaugummi, ein Regenbogen-Kaugummi. Nein, Larry, bitte. Scratching chewing gum off the bar. The second most wonderful thing in the world. Oh nein. Wie eklig. Vor allem ein Regenbogen-Kaugummi habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Gibt's sowas? Aber der, wenn er gekaut ist, dann wird er doch nicht mehr regenbogenfarben. Das ist wie Knete, die man so zusammendrückt. Die wird irgendwann einfach nur braun. Am Ende ist jede Knete braun. Merkt euch das. Das ist eine Weisheit fürs Leben. The chewing gum is hard as a rock. It's gonna take someone with a particularly strong jaw. And the right bite to make it soft and sticky again.
Okay, den könnte man wieder weich machen, aber dafür muss er wieder gekaut werden. Okay, was haben wir hier? Hier ist das Hinterzimmer, da ist die Toilette. Aber ich rede erstmal mit Lefties. Mensch, ey, dass er immer noch hier ist. Lefties! Lefties living his dream. Er lebt seinen Traum, natürlich. So sieht ein Mann aus, der alles erreicht hat, was er jemals wollte. What'll it be? What? Larry? Is it really you? Auch interessant, vielleicht erfahren wir so ein bisschen, wann wir verschwunden sind. Ich tippe mal auf 1987. Da war nämlich im Labor, wo wir rausgekommen sind, ein Zettel an der Wand. Auf dem stand 1987. Aber dann, ich glaube, dann haben die Larry-Teile 6 und 7 keine Relevanz für diese Geschichte. Aber wer weiß. Es bleibt also spannend. Wer sonst? Who else? It is you. I haven't seen you in ages. And you haven't aged a day. You know, somehow, you look even better than before. Nicht mehr so knubbelig. Not as chubby. We wondered where you'd gotten to. Some said you'd retired to an exotic island somewhere. Others thought you had entered a monastery. And some said you were dead. Ich hatte nur exotische Krankheiten. Ich war noch nie im Kloster. Bin ich tatsächlich tot? Und das ist der Himmel? Upsi, da ist wohl meine Festplatte gerade vollgelaufen. Sorry für diesen, ja, abrupten Cut hier mittendrin im Dialog. Aber zurück zu Lefties. Sagen wir so, die Handschellen am Bett waren ziemlich fest. Ich will nicht sagen, dass es Aliens waren, aber es waren Aliens. Unter uns gesagt, ich weiß nicht, ob wir Sex hatten oder nicht. Wir sind Larry, wir lügen. Let's just say was das the angeht. Handcuffs on the bedstead were, pretty tight. I do the same thing. Helps against sleepwalking. So, ich will nicht sagen, so, das hatten wir jetzt schon. Dann, die Aliens. Now, I'm not saying it was aliens, but it was aliens. Oh, I don't even want to know what they did to your orifices. Unter uns gesagt. Ich weiß nicht, ob wir Sex hatten oder nicht. Just between you and me, I don't know if we had sex or not. Schließlich hat er einen Ruf zu verlieren. Between the two of us, you still look like a virgin. Aber wie sieht man denn als Jungfrau aus? Mal ganz ehrlich, wie sieht man als Jungfrau aus? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. I have no idea what happened. Don't worry, Larry. No one knows what's going on anymore. The world's gotten confusing. Yeah, something's wrong here. So ein leuchtendes Rechteck habe ich noch nie zuvor gesehen. Ach, Handys, wie geil, stimmt. So viel kann ich schon mal verraten. Wir werden im Laufe dieses Spieles werden wir ein Handy bekommen. Also zumindest eins, vielleicht kriegen wir noch ein zweites, irgendwann ein besseres, so wie bei GTA 4. Erst das alte Mobiltelefon. Nee, wo war das? 4? Nee, GTA 4 war das mit Niko Bellic, genau. Bellic. Heißt der Bellic oder Bellic? Egal, weiter geht's. Becky hat von Instagram Timber und anderen Sachen erzählt, von denen ich noch nie gehört habe. Er nennt sich schon Becky. Becky talked about Instagram, Timber and a bunch of other things I've never heard of. Wait a minute. Larry, you do realize you've been gone a long time, don't you? What do you mean? You completely dropped off the radar. Like for years. Now, what are you saying? Oh, you mean it's already 1990? Or even 2000? Is the glowing box a remote control for a jetpack? Are we on Mars? Well, see, it's... come closer. Really? Really? Okay, I'm in the 21st century. Many of the people I knew are dead. Everything has changed. I don't know this world. But hey, who cares? I still have my good looks, my unparalleled charisma, and the biggest... This is a family establishment. Ja, genau, richtig. Smile in town. Im ersten Stock ist eine Prostituierte, das soll ein Familien...
Etablissement sein? Ich glaube wohl nicht. Aber damit hätten wir auf jeden Fall schon mal die Grundprämisse von Leather Suit Larry, Wet Dreams Don't Dry geklärt und uns einen ersten Eindruck davon verschafft, was Larry 2018 noch kann. Meiner Meinung nach, kann Larry immer noch richtig, richtig viel. Wie ich schon erwähnt hatte, spielt das Spiel auf jeden Fall mit englischer Sprachausgabe und da dann zumindest mit englischen Untertiteln. Und wenn es Deutsche sind, ist es auch egal. Der Humor wird gut übertragen, meiner Meinung nach. Aber das soll es für den Einstieg gewesen sein. Ich werde noch ein paar Ründchen spielen, keine Sorge. Aber das war hier unsere angezockte Runde mit Leather Suit Larry, Wet Dreams Don't Dry. So, ich bin der Leone und falls ihr Bock auf das Spiel habt, dann lasst mich das wissen mit einem Daumen nach oben, Wiederschauen und Reingehauen. Bis dann, ciao.